Hallo Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich diese Partie zusammenfassen soll. Die hatte so viele verschiedene Thematiken, Fesselungen, Königsangriff, Königssicherheit, offene Linien, Fesselungen, Anzahl Angreifer gegen Verteidiger und da werden wir noch bestimmt noch ein paar mehr sehen. Deswegen, die war sehr, sehr spannend. Wir fangen direkt an. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Die Partie, die wir uns heute anschauen, ist die Partie von Sandipan gegen Tiviakov 2007. Wir schauen aus der weißen Sicht und es kam ein... Ah, guck mal, das kommt gar nicht so vor heutzutage, nämlich Original Damen Indisch mit dem Läufer B7. Es gibt ja auch Damen Indisch mit Läufer A6 Varianten. Ja, und jetzt hier hat Schwarz Läufer E7 gespielt. Auch hier Läufer B4 gibt es ja. Und danach nach Läufer D2, Läufer E7. Theorie ohne Ende, ne? Keine Frage. Aber Läufer E7 ist so dieses alte, klassische, die Hauptvariante. Weiß rochiert, schwarz rochiert. Und der nächste Zug leitet sozusagen die Komplikationen ein. Und zwar dieser Zug D4, D5 ist ein Gambit. Weil Schwarz ja dreimal auf dem Bauern D5 drauf ist und weiß den nur einmal deckt die auf C4. Aber keine Sorge, da stecken einige Ideen hinter. Ich habe die Partie, oder nicht diese Partie, ich habe diese Öffnung, spiele ich auch sehr gerne mit Weiß. Habe ich in meinen jungen Jahren oft gespielt, weil man einfach eine aktive Stellung bekommt für seinen Bauern, den man opfert. Und ja, Angriff und Initiative und... Macht ja richtig Spaß, ne? Und ich habe da viele, viele Erfolge mit errungen. Wir schauen mal. Wir sind natürlich noch im Buch. Schwarz nimmt diesen Bauern an. Wenn er diesen Bauern nicht annähme, würde jetzt zum Beispiel D6 oder sowas spielen, dann würde Weiß sich natürlich ganz normal weiterentwickeln, mit E4 den Raumvorteil kreieren. Und am Ende des Tages steht dieser Läufer natürlich hier eingeblockt. Hinter diesem D5-Bauern, ja, kann nicht viel machen. Und ja, wenn Schwarz hier auch noch abschließt, hat Weiß im Grunde, ja, er kann hier am Hebeln, am Damenflügel, am Königsflügel, er kann hier aber auch am Königsflügel, na, andersrum, ne? D4 ist Damenflügel. ja, mit Läufer E3 und dann den Hebel C5 anstreben und so weiter. Und am Ende des Tages steht Weiß in allen Varianten besser. Wegen dem Raumvorteil hat mehr gute Figuren. Der Läufer kann hier auch problemlos über H3 rauskommen. Ja, das sind einfach sehr, sehr angenehme Stellungen. Und dann ist Geschmackssache, ob ich Damenflügel oder Königsflügel spielen möchte. Wir gehen wieder in unsere Partie zurück, denn Schwarz, ja, nimmt diesen Bauern einfach an. Wir sehen aber auch, dass die Schlagen auf D5, das Feld F5 jetzt ein bisschen schwächt. Und das ist das, was Weiß ausnutzen möchte. Er geht mit dem Springer nach H4 und möchte nach F5 gehen. Dort steht der Springer schon mal in der Nähe des gegnerischen Königs. Auch die Diagonale des Läufers G2 nach B7 ist jetzt geöffnet, sprich dieser Bauer hier auf D5 ist gefesselt. Und deswegen spielt Schwarz C7 zu 6, um diese Fesselung aufzuheben und den Bauern D5 auch gedeckt zu halten. Jetzt droht natürlich sogar hier schon Schlagen auf C4. Deswegen nimmt Weiß hier einmal raus, der Springer auf D5. Greift diesen Springer an, der geht nach F5. Und jetzt sehen wir schon, die erste Figur ist in der Nähe des Königs gelandet. Wir werden gleich mit E2, E4 noch ein weiteres Tempo gegen den bekommen. Ja, kriegen unsere Puppen raus, in welcher Form und Farbe auch immer. Das sieht alles sehr, sehr einfach und natürlich aus, die Möglichkeiten, die Weiß hier hat. Alles zentral, alles gut entwickelt. Und ja, so kommt es auch. Springer C7 ist noch der Theoriezug. Ist einfach die Idee, dass dieser Springer im Zweifelsfall auch nach E6 kann. Wir besetzen das Zentrum. Schwarz setzt auch das Zentrum. Springer C3 greift den hier an. Da der ja jetzt nicht vorziehen kann, weil der Springer auch noch draufsteht. Und diese Spannung hier auflösen auf E4 kommt auch hier dem Weißen zugute. Da auf einmal seine Figuren sofort frei Hand haben. Wir gucken uns mal eben ganz kurz eine Variante an, wenn der den jetzt hier rausnehme.
Wir haben verschiedenste Optionen. Ne? Zum Beispiel Dame G4 mit der ersten Mattdrohung. Ne? Und wenn der den Läufer dahin zieht, um den zu decken, kriegen wir hier schon wieder das neue Tempo. Ihr seht, den E4 können wir auch hier Zeit schlagen. Ne? Der rennt überhaupt nicht weg. Die D-Linie geht auch noch auf. Wir kriegen Tempo. Ja, wo soll die Dame groß hin? Ja? Da sagen wir mal, sie zieht irgendwie weg. Jetzt droht hier auf E4, auf D6 mit Gabeln und links und rechts und überall Angriffe, ja, und Läufer H6 droht ja auch noch. Und ihr seht, hier haben wir schon mal einen Eindruck davon, wie weiß sich das vorstellt. Deswegen gehen wir mal in die Partie zurück und Schwarz spielt Läufer F6. Auch der ist noch relativ bekannt. Der wurde schon 1984 zwischen Kasparov und Karpov bei einem WM-Kampf gespielt. Oder war es eins dieser Vorturniere, wo die mal gegeneinander gespielt haben? Ja, da hatte Kasparov weiß und die Partie ist Remis ausgegangen, aber selbst da kam das schon vor. Ne? Und jetzt nimmt Weiß hier auf D5 raus. Und jetzt sehen wir, ja, diese Festung, also sprich dieser Bauer, kann nicht wirklich vorziehen, ja? Weil der Läufer B7 dahinter steht. Wir haben natürlich aber auch einen gewissen Druck auf den D5, aber dieser D5 ist wirklich zweitrangig erstmal. Erstmal wollen wir unsere Puppen rausbringen. Ja, der Läufer nach F4 guckt auf das Feld D6 zusammen mit dem Springer. Die Dame kann nach G4, so wie eben angedeutet. Der Turm könnte jetzt sogar der A-Turm nach D1, damit der andere von F1 nach E1 kann. Alle weißen Figuren spielen mit. Wir haben eine fantastische Aktivität. Und Springer B nach A6, auch der ist noch Theorie. Und den habe ich sogar auch mal in meiner eigenen Partie mal gehabt. So, Turm FE1, völlig in Ordnung. Dame D7. So, und jetzt beginnt im Grunde, naja, Schwarz versucht natürlich jetzt hier auch irgendwie die Türme zu verbinden, zu zentralisieren. Die Dame greift diesen Springer hier an auf D5. Und Dame D7 wurde auch schon öfter gespielt und ist auch noch jetzt überhaupt nicht schlecht oder schlimm in irgendeiner Form. Aber ist so ein läuft so ein bisschen in den Zug Läufer H3 rein. Und jetzt haben wir latente Abzugsdrohungen. Ja, der Springer droht zum Beispiel über H6 einen Abzugsschach und dann ist die Dame weg. Da muss Schwarz reagieren. Und in der Partie hat Schwarz Springer E6 gespielt, um diese Festung aufzuheben. Ich habe mal vor, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren, ja, wahrscheinlich eher 5, schon mal eine Partie gezeigt. Eine von Garry Kasparov höchstpersönlich. Nicht gegen Karpov die, aber eine andere. Da hat der Gegner hier König H8 gespielt, um, ja, damit dieses Springer H6 eben ohne Schach ist. Und dann wäre ja der H3 einfach nur weg. Wie die Partie weiterging und was da für taktische Feinheiten am Start waren, könnt ihr euch gerne, ich verlinke die mal hier oben. In unserer Partie kam jetzt Springer E6. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ja, wir haben ja schon so einen Eindruck, ne? Die ersten drei Figuren stehen hier am Königsflügel. Noch hat Schwarz auch ein paar Verteidiger, aber es geht in die Richtung. Und jetzt kommt die nächste Thematik, nämlich Fesselung. Der Bauer auf D5 ist trotzdem gefesselt, weil die Dame ja ungedeckt ist. Sprich, der Springer nähert sich auch dem Königsflügel an. Mal abgesehen von dieser wirklich sehr einfachen Drohung Springer F6, dass der König natürlich hier offen wie ein Scheunentor stünde, dann der Läufer muss einfach wegziehen. Ja, da hängt ein Bauer auf B2, den schlagen wir. Jetzt ist der Turm angegriffen, den ziehen wir nach B1. Wir kriegen ein neues Tempo dabei. Denn dieser Läufer hat ein Problem. Wo soll er denn hingehen, wenn er auf dieser Diagonale bleiben will? Da sind quasi viele Felder, hat er wenig. Um genau zu sein, gar keins. Und hier schauen wir mal. In der Partie folgte Läufer C8, um die Dame zu decken und damit die Drohung auf E4 zu schlagen. Aufzubauen. Wir gucken uns mal eben eine ganz kleine Variante an, wenn der Läufer jetzt aber einfach nur wegzieht. Kommt ja oft genug vor, ja. Ein Läufer ist angegriffen, der erste Instinkt ist, oh, den muss ich wegziehen.
Aber jetzt schlägt es bereits 13 hier in Königssicherheit. Zack, König schlägt G7. Damit wird der Schutz des schwarzen Königs hier komplett entfernt. Basiert natürlich immer alles auf dieser Fesselung hier. Und nach König G7 ein Schach. Und Läufer E5 und ihr seht, ja, uiuiui, jetzt muss schon F6 kommen. Aber den schlage ich auch. Und ja, jetzt hängt der E6. Es droht ein Abzugsschach. Und Dame G7 ein quasi noch einziger Zug. Aber nach Springer H5 sehen wir eben, dass die Dame gefesselt ist. Und Schwarz verliert mindestens die Dame. Und irgendwann wird es mit Sicherheit auch irgendwann matt werden. Also, ihr seht, wie schnell es gehen kann. Und deswegen kam Läufer C8. So, jetzt hängt der Springer auf E4. Doch, ziehen wir den weiter Richtung König. Hier in die Richtung auf den E6 ein bisschen drücken. Vielleicht den E6 mal zu tauschen. Ne? Auch hier mit Aktion. Der B2 hängt ja auch immer noch. Und den, ja, kann Schwarz jetzt aber, weil der Springer ja das Feld F6 quasi hier abgegeben hatte, kann Schwarz diesen Läufer wieder zurückziehen. Das ist unser Partiezug. Wir müssen aber eine kleine Variante mal schauen, zum Beispiel dieses Springer G5. Jetzt bekommt Schwarz erstmal eine Figur und jetzt muss man aufpassen. Natürlich können wir Springer H6 mit Abzugsschach spielen. Jetzt ist aber schon die zweite Figur weg. Und wenn wir jetzt auf D7 nehmen, wäre schon die dritte Figur für die Dame. Ja, wir bekommen eine zurück. Das heißt, Schwarz hat nur zwei Figuren für die Dame. Das ist zu wenig. Zumal Schwarz auch keinen Angriff hat. Ja? Unsere Dame kommt gleich sogar noch hier hin und so weiter. Schwarz kann die weißen Felder. Er hat keine Gabeln mehr, sonst irgendwie. Auch das wäre in Ordnung für Weiß. Aber nach Springer G5 können wir auch einfach Läufer G5 spielen. Jetzt gehen wir gar nicht das Risiko ein, da irgendwie mit mehreren Figuren gegen die Dame. Und jetzt hängen wir zwei Figuren, nämlich der Turm greift den Läufer hier an auf B2 und jetzt droht wirklich noch das Abzugsschach. Und dann kriegt Schwarz nur eine Figur für die Dame. Und dann ist jetzt mindestens mal eine Figur weg und Weiß hat weiterhin starken Angriff. Von daher, das geht auch überhaupt nicht. Und deswegen hat in unserer Partie der Schwarze den Läufer nach F6 gespielt. Einen Verteidiger am König haben, ja, auch denn das Feld G7 zu decken, macht ja durchaus Sinn. Und jetzt schauen wir mal, kommt die nächste Figur, Dame H5. Und alle weißen Figuren, ja, stehen am Königsflügel, stehen massiv zentralisiert gegen den König. Vor allem sind sie auch aktiv. Und auch der Turm kann ja entweder nochmal hier schwenkenderweise, je nachdem, wie es sich ergibt, irgendwann mal. Er kann hier aber auch einfach über die D-Linie was gucken. Im Grunde spielen alle weißen Figuren mit. Und er hat, was hat er weniger? Materiell einen bis zwei Bauern? Merkt man doch gar nicht. Ne? Okay. Schwarz sagt sich, ganz schön viele Figuren hier. Ich muss mal was tauschen. Versucht's mit Figurentausch. Weiß schlägt zurück. Und ja, wir haben natürlich hier auch noch diverse andere Ideen. Ja, vielleicht mal hier. Dieses Läufer F6 ist ein typisches Motiv in solchen Stellungen. Diese Abzüge drohen ja auch noch. Schwarz versucht sich mit Turm E8 zu verteidigen. Und wir schauen uns mal eine kleine Variante an. Läufer B7 sieht ja auch sehr, sehr natürlich aus. Ja, endlich mal die Figur entwickeln. Die Türme verbinden, Grundreihe freimachen. Aber jetzt folgt eben dieses Springer E7 Schach. Der König hat nur ein Feld. Läufer F5. Und auf einmal sehen wir, Matt auf H7 droht. Der Springer kann auch den G5 nicht schlagen, was den H7 decken würde. Ja, weil die Dame dann wieder ist gefesselt. Wir müssen also G6 spielen. Und das macht die weißen Felder offen. Ist aber noch kein Matt, weil der Springer kann, aber dann könnten wir jetzt zum Beispiel die Dame schlagen, aber unsere hängt ja auch noch und deswegen Dame H6 und jetzt droht einfach Dame G7 Matt
Und ich kann mit dem Springer nicht auf F5 schlagen, weil der wieder gefesselt ist. Ja, und die Dame hängt auch noch und naja, Ende vom Lied ist, dass entweder matt wird, Damenverlust sowieso. Ja, und als Beispiel, um das matt abzuwehren, wäre Turm G8. Jetzt könnten wir die Dame gewinnen, wir können aber auch Läufer G6 spielen, weil einfach das matt auf A7 nicht abzuwehren ist, außer mit dem Bauern schlagen. Und jetzt kommt dieses Springerschach. Der Bauer ist gefesselt, der König ist matt. Ein sehr schönes Mattbild, wie ich finde. Und das zeigt die Gefahren, ja, dass Schwarz hier schon sehr, sehr vorsichtig sein muss mit einfachen Entwicklungszügen, in Anführungsstrichen. Deswegen kommt Turm F nach E8. So, und jetzt seid ihr wieder dran, Freunde. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Ein Zug, der in solchen Art von Stellungen extrem häufig vorkommt. Ein Blockade, Angriffs, ein Killerzug sozusagen. Ich glaube, über diese Thematik, die jetzt kommt, kann ich noch mal ein eigenes Video machen. Nämlich, dass der Läufer nach F6 geht. Und die Idee ist einfach klar, wir drohen Springer G7, ja, weil der Springer gefesselt ist, immer noch hier. Aber was passiert, wenn Schwarz den hier einfach schlägt? Nun, erstmal kommt Dame H6 und jetzt ist diese Mattdrohung auf G7 natürlich mehr als existent. Ja? Dadurch, dass Schwarz hier quasi schlagen musste, sind die schwarzen Felder natürlich jetzt super geschwächt. Der Bauer ist auf F7 blockiert, der kommt nicht, der, ja, von seinem eigenen Bauern blockiert. Er kann die siebte Reihe nicht frei machen zur Verteidigung. Und jetzt drohen natürlich irgendwann mal Geschichten wie vielleicht hier auf E6 diesen Verteidiger irgendwann mal zu tauschen, um das Feld G7 für Matt-Ideen. Ne? So. Noch ist es nicht ganz so einfach, weil die Dame natürlich die siebte Reihe deckt, aber Schwarz kann überhaupt nichts mehr ziehen. Er kann den Springer nicht ziehen, er kann den Turm nicht ziehen, er kriegt auch die Dame hier nicht über die schwarzen Felder irgendwie zur Verteidigung dabei. Also versucht er, Springer AC4, AC5, die nächste Figur vom Rand mal hier irgendwie Richtung als Hilfe irgendwie dabei zu holen. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was bei König A8 geschehen wäre, denn dann hätte man wirklich hier auf E6 schlagen können, weil F schlägt E an Dame F6 scheitert, was jetzt mit Schach ist. Und König G8 folgt das Mattbild Springer H6, das wir hoffentlich alle kennen. Und deswegen gehen wir in unsere Partie zurück, folgt der Turm Springer AC5. Weiß will Turm D1, Turm zentralisieren, Dame B7. Und jetzt, ja, wir sehen immer wieder dieser Springer. Ja, erstens ist er natürlich auch noch gefesselt, der Turm ist nicht gedeckt. Und zweitens kann der Springer auch nichts irgendwie schlagen in irgendeiner Form, weil dann das Feld G7 ungedeckt ist. Und das nutzt Weiß aus, indem er Turm D4 spielt, die nächste Figur hat den Turm hier Richtung Königsflügel überführt. Jetzt droht ziemlich einfach, jetzt nehmen wir an, Schwarz macht hier gar nichts. Ja, dann setzen wir hier einfach ein Schach. Der König kann hier nicht fliehen. Auch der Springer kann nicht dazwischen ziehen wegen Matt auf G7. Und nach König A8, jetzt kommt Turm H4. Ja, und jetzt ist dieses Matt auf oder das Schach auf H7, nebst Matt, quasi nicht mehr zu verhindern. Man könnte auch hier Dame F6, nebst Matt auf G. Man kann sich das aussuchen. Es ist der Wahnsinn. Ja, das droht auf jeden Fall. Deswegen gehen wir zu unserer Partie zurück und Schwarz versucht mit Springer E4 die vierte Reihe zu blockieren. Okay. Der Angriff jetzt gescheitert, weil Schwarz Figuren dabei geholt hat. Noch nicht, noch nicht, noch lange nicht. Denn Weiß opfert den nächsten Turm. Schlägt hier auf E4. Droht jetzt wieder Turm G4. Klar, der muss geschlagen werden. Aber jetzt schlagen wir erstmal den F6. Damit ist
Der Springer auch wieder potenziell hier auf H6 jetzt auf einmal möglich, dass er hier Schach gibt. Der Turm kann natürlich sowieso noch hier irgendwie eingreifen, wo und wie auch immer er möchte auf dieser Linie. Vor allem droht aber noch ein weiteres Mattbild. Und das ist gar nicht so offensichtlich und einfach zu sehen. Und hier gibt es auch keine Verteidigung mehr für Schwarz. Schwarz versucht damit C1, um ja, vielleicht mal irgendwie einen Angriff zu starten, aber ein Mattbild, das sehr, sehr schön ist, wie ich finde. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr das findet. Ein Matt in drei Zügen. 3, 2, 1. Und zwar Springer H6 Schach. Der König hat nur ein Feld. Dame H8. Der König hat nur ein Feld. Und jetzt sehen wir ja, der Turm schneidet dem König hier auf der D-Linie die Fluchtfelder ab. Die Dame schneidet hier dem König das Fluchtfeld ab. Also ist Springer F5 Schachmatt. Eine fantastische Partie, ja, und die zeigt, wie schön und warum ich dieses Gambit selber gespielt habe als Jugendlicher, weil man hatte super aktives Spiel, man hatte aktive Figuren, man konnte den Gegner unter Druck setzen. Und das hat natürlich riesen Spaß gemacht. Ja, und so hatte sicherlich, diesen Spaß hatte sicherlich auch Sandy Pan hier in dieser Partie. Noch Fragen?